Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Sons of the Forest und dem roten Mann. Den Mann in Rot. Können wir den... Wartet mal, haben wir nicht auch so eine Maske? Was ist denn hier los, Leute? Ha! Okay. Roter Mann, goldener Mann. Was ist denn hier los? Warum, Leute? Okay, willkommen zu Sons of the Forest. Wir haben kein Tauchgerät und sind irgendwie... Ist das cool? Ja, wir sehen die Welt mal von unten. Ist ja auch mal nicht schlecht. So, das Problem ist, wir kommen hier wahrscheinlich nie wieder raus, ne? Nehme ich mal an, dass wir hier... Okay, ist ja gut, Leute. Cooler Start. Ja, ich möchte gern beenden. Wir versuchen es nochmal. Ich werde das auch nicht rausschneiden. Das Spiel lebt halt von den Bugs, ne? Es ist halt cool. Also, willkommen zurück, Leute, zu Sons of the Forest. Eine kurze Sache. Ich habe privat einen Tipp bekommen. Ich wollte ja mit euch eigentlich weiterhin weiter durch den Wald laufen zum Strand nach... ja, was ist denn das für eine Karte? Ich kann es euch gerade nicht zeigen. Wartet mal, wir müssen hier erstmal abbauen. Dann zeige ich es euch draußen. Vorausgesetzt, die Kunden lassen uns jetzt raus. Wir erwarten der rote Mann. Und warum ist der rote Mann mit einem Typen mit der goldenen Maske unterwegs? Was ist das für eine Gang? Was ist denn das für eine Gang, Leute? So. Ich hoffe, die sind jetzt nicht mehr da. Kannst du bitte das Licht wegpacken? Du verrätst uns noch. So, passt auf. Ich zeige euch das ganz kurz. Ja, wir wollten eigentlich nach da, ne, Richtung Strand, aber ich habe einen Tipp gekriegt von einem guten Freund, dass wir da noch gar nicht hingehen brauchen. Wir brauchen nämlich was Wichtiges. Er hat mich jetzt nicht groß gespoilert, er hat nur gemeint, wir brauchen was Wichtiges, was hier eigentlich im Startgebiet noch zu finden ist irgendwo. Die Höhle haben wir ja jetzt durch. Das heißt, wir müssen mal die ganzen Punkte, die dort noch vorhanden sind, mal alle absuchen, die ganzen Höhlen und so, müssen wir halt durchsuchen. Ansonsten brauchen wir gar nicht irgendwo weiter weggehen, meinte er. Weil wir eben was Wichtiges brauchen für so eine Reise. Guck mal, hier ist eine Kiste. Mitten im Wald steht hier eine Kiste. Geilo, nehmen wir. Was ich mit euch heute unbedingt ausprobieren will, wir haben ja jetzt, wir haben ja verzweifelt diese Seilpistole gesucht. Das müssen wir so auch mal anwenden, ne? Da kamen auch ein paar lustige Kommentare. Mensch, jetzt hast du hier die Seilkanone und du probierst sie gar nicht aus. Also der Kommentar war natürlich richtig lustig verfasst. Ich habe mich halt schief gelacht von Martina. Nochmal danke an der Stelle für den Hinweis. Ja, wir müssen es halt mal ausprobieren. So, Freunde. Erstmal Schluck Wasser. Schönes, kühles Gebirgswasser. Schön, dass ihr da seid an so einer, Samstagsfolge an einem Wochenende. Fetzt. Oh, oh. Oh, hier ist wieder... Hier ist wieder Musik. Könnte ich speichern? Nee, ja doch, hier könnte ich speichern. Lass mal kurz speichern. Nehmen wir mal das hier. Ja. Schluss damit. So, Platinen haben wir voll. Was haben wir hier drin? Klebeband ist gut. Sonst ist hier nichts, ne? Hier können wir... Also wenn es jetzt nicht so kalt hier wäre, würde ich hier übernächtigen. Warte mal, wir können ja mal tatsächlich übernächtigen. Geht das? Oder werden wir nachts gestört? Nee, funktioniert... Oh, geil! Wir haben wieder Frühling, Leute. Wie cool ist denn das? Wir haben wieder Frühling. Das freut mich. Kurz mal die Waffe in der Hand genommen. Obwohl, wir dürfen die Waffe eigentlich gar nicht nehmen, Leute. Weil, jetzt schifft es natürlich wie Sau. Weil wir gar keine Munition haben. Ich muss unbedingt Munition sparen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. Genau, wir laufen richtig. Wir wollen jetzt die Seil-Dings ausprobieren. Hallo, Virginia. Der Frühling ist da. Oh. Der Frühling ist da und du bist nass und dir ist kalt, wie man sieht. Warum hat die eigentlich keine drei Brüste, wenn sie schon drei Arme und drei Beine hat? Würde aber wahrscheinlich auch ganz cool aussehen, ne? Weiß ich nicht. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, sie läuft. Ah, schön. Ja, die Folge machen wir heute nicht so lange. Also eine Stunde ist dann doch ein bisschen too much. Hier ist wieder was zum Buddeln, ne? Sieht so aus. Ah...
okay, ich glaube, ich weiß, was mein Kumpel meint, was sinnvoll wäre, was wir finden sollen. Ich glaube, er meint, wir sollen wahrscheinlich die Schaufel finden, bevor wir überhaupt irgendwo hinlatschen. Wird es Sinn ergeben, ne? Die Frage ist, ob wir sie finden. Da müssen wir alles gucken. Wir haben ja Zeit. Wir lassen uns ja gar nicht hetzen. Da ist ein Hasi. Oh, Hasi. Gehen jetzt einmal hier den Fluss Richtung Süden. Also, na, den Fluss runter. Flüsse enden meistens im Meer und wir wollen ja zum Meer. Was sind das hier? Tannenzapfen. Tannenzapfen. Ach, schön. Ich freue mich, dass wieder der Frühling da ist. Die Typen freuen sich auch. Den habe ich gesehen, Leute. Den habe ich gesehen. Zu Hause essen wir erstmal was in Ruhe. Vorausgesetzt, wir kommen zum Essen. Kann natürlich sein. Ach so, Wasserscheu sind die auch nicht mehr. Na prima. Vorausgesetzt, die lassen uns essen. Die Idioten. Da kam noch ein Tipp von euch. Die greifen immer meine Hütte an, dass ich dort einfach die Fallen aufbaue. Direkt vor diesem Blockhaus, ne? Ich benutze es ja momentan eh nicht. Das war ja nur, dass wir dort irgendwie ein sicheres Haus erstmal haben, was ich aber halt dann am Ende rausstellte, was ich ja nie benutze. Ich muss erstmal kurz Ausdauer tanken. Da drüben rennt schon... Ach nee, das ist Kevin. Cool. Kevin ist auch am Start. Sehr geil. Dass ich dort die Fallen baue, macht ja auch Sinn, ne? Weil die wollen ja immer zu dem Haus. Oder, ey, was wir auch probieren können, wenn die so blöde sind, wie im ersten Teil, könnte man direkt vor dem Haus, vor dieser Eingangstür, könnte man ein Lagerfeuer aufbauen. Doch, das probieren wir mal, Leute. Das probieren wir. Jetzt ist ja auch Frühling. Dann können wir auch gleich nochmal das mit diesen viertelsten Stämmen probieren. Ihr habt mir ja gesagt, ich soll die Äste müssen vierere rein. Dann klappt es auch mit den Stämmen. So, die sind alle motiviert. Guck mal, was hier schon wieder los ist. Hier ist die Party im Urwald. Was hat denn der dort auf? Sieht aus wie ein Kürbiskopf. Die Party im Forest. Naja, die laden wir dann alle schön zum Grillen ein. Aber erst müssen wir den Grill vor unserer Eingangstür aufbauen. Mal gucken, ob es klappt. Wäre ja cool. So, sind wir jetzt bald mal da? Ah ja, hier, guckt mal. Guckt mal. Ich bin gespannt, ob diese Seilrutsche so funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Was ist denn hier los, Leute? Wo kommen denn die ganzen Typen her? Hier überall, guckt euch das mal an. Das sind ein paar Freaks, ey. Hier hoch! Was ist denn hier los? Okay, wir brauchen erstmal kurz Ausdauer. Wir sollten mal was trinken. Oder? Ich hau mal so ein Energy schnell rein. Komm. Gib's dir, Alter. Gib's dir. Jo. Was ist denn mit ihm los? Er hat eine schöne Rolle gemacht. So, wir gucken erstmal dort, ob es Munition gibt, ne? Das ist mir jetzt erstmal wichtig. Dann habt ihr mir gesagt, ich soll doch dort irgendwie Lockholder hinbauen. Quasi auf meine, das, was ich bebauen will. Und dann dort die Seilbahn befestigen und dann rutschen die automatisch dort runter. Und dann kann ich die gleich in die Lockholder einbauen, beziehungsweise kann er dann direkt anfangen mit bauen. So, das war nochmal Munition. Das ist gut. Ruhe hier. Molotow-Cocktails haben wir voll. Also, wartet mal. Schau mal ganz kurz. Ey, nee, wir haben gar keine Mollys. Machen wir gleich mal ein paar, dass wir hier die Flaschen mitnehmen können. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine auf den Sack. So, nimm mal mit hier das Zeug. Wo war denn jetzt die Pulle da? Was haben wir hier noch so? Essen, Essen, Essen. Ah ja, das Essen können wir essen. Essen? Genau, dann probieren wir noch eine ganz lustige Sache aus, die mir der Sascha geschrieben hat. Müssen wir mal schauen, ob die funktioniert. Vielleicht hier noch so ein Crunchy Wungy. Haust dir rein, Kollege. Haust dir alles rein. Wir brauchen die Energie. Wir müssen bestimmt gleich übelst kämpfen. So, das können wir nicht. Hier ist nochmal Medizin. C4 brauchen wir auch nicht. Okay, dann haben wir das hier erstmal. Diesen Rucksack hier kann ich nicht zerstören, ne? Okay, das Wetter ist auch schön. Perfekt, Leute. Perfekt, können wir loslegen. Ach, ich freue mich. Ich freue mich. Ich würde gern viel, viel mehr Zeit hier in dem Spiel verbringen, aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Privatleben geht immer vor und bei mir ist ja immer die Hölle los. Aber egal. Wir verbringen so viel Zeit, wie es geht. Passt mal auf. Wir machen erstmal das Ding hier fertig.
Und hier war, fehlte doch irgendwo ein Seil, ne? Ne, das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir alles. So, jetzt müssen wir die Fallen da drüben aufbauen. Dann probieren wir das mit dem Lagerfeuer vor der Butze. Hier, direkt hin. Warte mal. Ach nee, Quatsch, wir brauchen nur einen Stock. Wartet, wartet, wartet. Stöckchen. So, wie war's? Auf den Boden gucken und dann... Und nochmal. So, jetzt sind 4 Stöcke da. Nee, 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 nur nicht anzünden. Großer. Naja, dann zünd halt an. Ich wollte eigentlich erstmal die Steine aufbauen. So, ach, guck, wir haben nur 2 Steine. Zack, zack. Dann gehen wir erstmal Steine jagen. Steine jagen. Nicht verzagen. Wieso hatten wir jetzt die Taschenlampe rausgenommen? Das wollte ich nicht. Ich wollte einen Speer. Ich schätze mal, jetzt kommen hier gleich wieder Leute. Sag mal, liegen hier noch die Leichen vom letzten Mal? Nee. Ach, hier ist die erste Falle, ne? Passt auf. Molly. Molly, Molly. Ach, guck mal, die sind sogar noch vorhanden. Ich muss bloß mal schauen. Wie rum ist denn hier richtig, Leute? Oder ist es egal? Ja, ich will ungern selber testen, aber wir müssen es jetzt testen. Wir müssen es einfach testen. Kann man es abbrechen? Ich schätze mal. Ja, geh doch mal schnell hier rein. Ja, wieso löscht denn das Wasser nicht? Okay. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie rum. Ich glaube, wir müssen es genau andersrum machen, oder? Ja, ich habe halt keinen Plan. Aber die Wodkaflasche, die bleibt quasi dann die ganze Zeit, oder was? Passt auf, wir machen es jetzt anders. Wir machen halt eine so rum, die andere so rum und dann ist gut. Machen wir uns doch hier nicht zum Ei. So, die machen wir jetzt einfach so rum. Wird schon irgendwie funktionieren. Bei mir hat es ja auch funktioniert. So, die nächste. So. Und noch eine und die drehen wir dann wieder. Dann haben wir ja schon mal eine gute Phalanx. Was ist denn das hier so lila? Okay, zack, zack, zack. Achso, wir brauchen erstmal Mats, Leute. Wir brauchen Mats. Wir brauchen ganz viel Mats. Was ist denn das hier? Schnecken. Irgendwas. Schnecken. Schneckenpobecken. So, die nächste ist fertig. Die nächste ist fertig. Hier brauchen wir, was brauchen wir? Stöcke. Na, gehen wir mal schnell Stöcke. Obwohl, nee, Stöcke haben wir hier. Wartet. Steine. Warte mal, Kevin, kannst du... Bist du jetzt hier ins Haus? Boah, ich bin so doof. Warum geht denn der ins Haus? Ach, scheiße. Burn, Baby, burn. Naja. Warum geht denn der ins Haus? Der soll nicht da rein. Ich will den nicht im Haus. Guck, jetzt hat er sich nämlich auch verbrannt, der Deppenkopf. So. Komm her. Großer, komm mal hier rüber, bitte. Hallo. Was ist denn das jetzt? Hol Stöcke und... Behälter füllen. Kriegst du das hin? Gut. Sehr schön. Sehr schön, auf dich ist Verlass. So, jetzt von dort können sie kommen. Von hier können sie kommen. Haben wir denn noch eine Wodka-Pulle einstecken? Nee, jetzt haben wir keine mehr. Okay, wenn wir dann wieder Wodka-Pullen gefunden haben, machen wir das weiter bis hier rüber, bis zu diesem Speer. Jetzt machen wir erstmal weiter an dem Feuer. Und hoffen, dass der Kevin nicht immer wieder versucht, ins Haus reinzukommen. Das wäre natürlich doof, ne? Warte mal, die Türe machen wir mal noch... rein, zack. Okay, Türe ist drinne. Jetzt machen wir das Feuer. Zack, zack. So, jetzt sind 4 Stücke drin, ne? Sind wir uns einig? Was, warum nehme ich immer die Taschenlampe? Keine Ahnung. So, dann nehmen wir mal hier dieses Holz. Da liegt es ja noch.
Okay. So wird denn das hier schon wieder so dunkel? Da stand's gerade, ne? Ich konnte das Holz. Warte mal, heb's mal auf. Hier, jetzt. Aber wie mache ich's? Nee. Nee. Warte. Ah, verstehe, verstehe. Jetzt machen wir nochmal so ein Ding. Ah. Ja, gut. Nochmal. Ah ja. Kann ich das nochmal machen? Nee, mehr geht jetzt nicht rein, ne? Okay, egal. Haben wir das schon mal da. Hau das mal hier hin. Stöcke holt der Kollege. Naja, jetzt, die versuchen ja immer wieder hier reinzurennen. Wir könnten ja im Prinzip auch ein paar Feuer mehr aufbauen, ne? Wenn das nicht funktionieren sollte. Und dann latschen die ja hier immer wieder und werden verbrannt. Das ist eine gute, das ist ein guter Plan. So, jetzt kommen wir aber zum nächsten Plan. Seilrutsche. Ich bin gespannt, ob das klappt. Also wäre schon sinnvoll, das hier irgendwie aufzubauen. So, wartet mal. Ah ja, und ihr hattet mir noch einen geilen Tipp gegeben. Ich hätte auch einfach die Stämme hier hochschleppen können. Da hätte ich mir nämlich immer einen Weg gespart. Und die hier oben cutten können, ne? Die halten. So, warte mal. Nimm das mal auf. Hä? Ah ja, hier. So, nehmen wir den. Nehmen wir den nochmal weg. Den weg. Gib her das Ding. So. So. Jetzt haben wir doch theoretisch hier so einen Punkt, wo wir mit der Seilbahn ran können. Jetzt gehen wir hier oben in den Wald und bauen das gleiche dort nochmal auf. Und dann sind wir gespannt, ob alles klappt. Achso, wir können uns mal hier so eine Bräunerkeule auf dem Ofen hauen. Auf den Grill hauen. Ja, das. Die anderen, die hängen wir mal hier ins Gestelle. Oh, die haben aber hier schon gut gegessen, die NPCs. So, zack, Bein nein, Arm nein, noch ein Arm nein und gut ist. Wir haben hier... Ach, guck, wir können ja eigentlich auch hier was essen, egal. Egal, jetzt ist ja hier gleich das Fleisch fertig. Ah ja, Kevin ist fleißig. Das ist schön. Da kommen wir braun. Ja. Super. So, das andere stecken wir ein. Und dann gehen wir Holz fällen. Da müssen wir erstmal was ausprobieren. Also, der Sascha hat gesagt, ich soll ein Baumhaus in Bodennähe bauen. Ich soll mal beide ausprobieren und dann mit der Axt draufschlagen. Ich bin ehrlich, ich habe das schon mal offscreen versucht, da passiert nichts. Eventuell liegt es an dieser Axt, die ich einstecken habe. Wir können ja mal die Flugzeugaxt benutzen. So, passt auf. Also wir sollen nur auf die Blaupause einhauen. Also, passt auf. Baumhaus, hier. Und das sind Bodennähe, ne? Bodennähe ist für mich das hier. Und jetzt soll ich auf die Blaupause einhauen. Und staunen, sagte er. Ach, auf einmal geht's. Okay, das ist crazy. Als ich es gestern probiert habe, ging es nicht, Leute. Okay, dann haben wir... Okay. Das ist cool. Wir machen es nochmal. Nee. Also es ging jetzt einmal. Na gut, dann nehmen wir mal die zwei. So, wir versuchen natürlich eine Flucht hinzubekommen. Ich finde das halt so geil, wie viele Möglichkeiten das Spiel einlässt, Bugs auszunutzen. Es ist einfach so toll, wisst ihr? So, zack. Jetzt probieren wir das nochmal mit der Blaupause. Wir können ja auch mal die andere nehmen. Zack. Und. Ne, die geht weg einfach. Okay, dann nehmen wir nochmal die. Gibt es bestimmt wieder auch irgend so einen bestimmten Winkel. Ey, da kommt ja sogar ein Seil raus. Okay, das ist creepy. Das ist cool.
Es war halt nicht ganz so legal, aber das ist ja egal. Das, ich finde die Bugs in dem... Was ist denn jetzt das? Was ist denn das für eine schiefe Scheiße? Nee, Leute. Also bei aller Liebe, so geht das nicht. So. So wird ein Schuh draus. Passt auf. Also. Wo ist diese Seilkanone? Hier. Jetzt schieße ich quasi hier ran, ne? Da will ich sie haben. Muss ich da irgendwie zielen? Ach, da ist der Punkt. Aha. Ist halt die Frage, ob das Seil unendlich reicht. Oder ob es dann irgendwann Probleme gibt. Ob das nur eine bestimmte Länge kann. Das werden wir gleich rausfinden. Noch geht's. Guckt mal, noch ist es nicht rot. Hier ist es rot. Okay. Ah, scheiße, Leute. Hä? Nee, ich hab bloß falsch geguckt. Wartet mal. Wir gehen einfach mal hin. Vielleicht geht's ja. Okay. Das ist geil. Jetzt passt auf. Das gefällt mir. Wartet mal. Ich glaube, ich muss wechseln. Oh, ich habe hier einen Schluck Tee. Den trinke ich mal. Hm. Nee, das ist das falsche Buch. Wir müssen wieder wechseln. Wo war denn das? Hier bei Lager, ne? Möbel. Lockholder. Ich will mal kurz nur was probieren, wenn ich die Lockholder direkt hier dahinter setze. Sagen wir mal. Ja, nee, mach mal lieber so. Füllen die sich dann auch? Das wäre geil. Wenn die sich direkt füllen würden, wisst ihr, wie ich meine? Nochmal ein. Da müssen wir zwar jetzt ein paar Stöcke sammeln. Ach Quatsch, hat ja Kevin für uns gemacht. Wir müssen ja bloß Stöcke einsetzen. So, wartet, wir holen mal schnell Stöcke. Ja, cool. Ihr könnt mich schon wieder verlieren im Bauen. Es ist einfach zu geil, dieses Spiel. Virginia ist auch am Start. Ja, das mit dem Baumhaus ist ja klasse, ne? Dass man da wieder so einen Bug nutzen kann. Finde ich super. Vor allem, dass auch Seile rauskommen, ne? Da müsste man irgendwas finden, wo man Stoff herbekommt. So, okay. Passt auf. Und jetzt machen wir dort oben Bäume weg. Jetzt unsere Fallen, los! Was sind denn das für rote Typen? Waren denn gleich zwei Stück? Okay, der ist cool. Ha! Okay. Ah! Okay, jetzt sind aber alle unsere Fallen weg, ne? Warte mal, Digga. Bist du tot? Bitte sei tot. Das ist ja geil, Leute. Er ist tot. Nimm doch mal diese scheiß Lampe weg. Oh, und warum nimmst du die Waffe in die Hand? Okay, der sieht cool aus. Entschuldigt, Leute, das ist ja zu geil. Okay, wir brauchen mehr von... Oh, shit. Wir brauchen mehr von diesen Fallen. Die gefallen mir echt gut. Nur das mit den Aufstellen ist creepy. Oh, was hast denn du mir gebracht, du kleine Maus? Vielen Dank. Ich hat sie gesagt. Danke. Wie die Augen geklotzt haben. Oh, das ist so super. Ich hoffe, ich kann davon irgendwas für Thumbnail nutzen. Okay. Das bedeutet aber, dass wir mehr von diesen Dingern bauen. So, warte, einmal drehen. Nee, weiter drehen. Machen wir hier. Können wir ja schon mal einsetzen, soweit wie es geht. Fehlt uns jetzt nur noch Schnaps. Schnaps suchen wir uns gleich.
Machen wir noch eine hier hin und dann bauen wir dahinter einfach die anderen Fallen. Ich schätze mal, dass die Entwickler auch bald noch mehr Fallen hier einbauen werden ins Spiel. So, da fehlen uns wieder Stöcke. Weil wo kommen denn jetzt diese roten Typen her? Naja, wir wollten ja eigentlich was anderes machen. So, wir müssen aber aufpassen, dass wir uns das hier ordentlich markieren, Leute. Wisst ihr, wie ich meine? Wartet mal. Lass uns mal ein Stückchen nehmen. Aber wir haben keine Stückchen gerade. Gut, dann gehen wir erstmal oben Bäume fällen. Da kriegt man auch Stückchen zusammen. Läuft die Aufnahme noch? Ja. Okay. Sorry, Leute. Dass ich da so schadenfroh bin, aber das ist ja echt zu lustig. Das ist ja echt zu lustig. Okay, also. Naja, sagen wir mal. Wir haben es ja. Zack, zack. Draht, Dis, Münzen. 1, 2, 3, 4, 5. Was fehlt noch? Klebeband. Wir probieren das. Nee. Nee. Habe ich die Dinger nicht mehr ausgewählt? Habe ich da keine Schnelltaste? Na gut, dann nehmen wir jetzt das. Wo sind denn hier mal viele Bäume auf einem Haufen? Hier. Na, das war jetzt nicht so geil. Okay, es hat einen Baum. Ein Baum hat es umgehauen, Leute. Warum hat er schon wieder das Feuerzeug in der Hand? Ich verstehe es nicht. In der Höhle habe ich das Feuerzeug gebraucht, ne? Achso, ich sollte ja um den Baum rumrennen. Ich wusste ja nicht, dass das hier so ein verbuggter Baum ist. Und dann hat er nicht mal irgendwas für uns außer Äste. Jetzt pack bitte das Feuer weg, Mensch, du. Ist ja furchtbar mit dir. Nur nicht auf das Siding, das wäre dann fatal. So, in die Richtung, genau. Dann holen wir mal die Stämme hier oben. Übrigens habe ich ja letztens noch geschimpft. Mensch, warum kann denn der Typ immer noch zwei Baumstämme nehmen? Aber ich habe letztens Baumstämme dieser Größe privat selber geschleppt, Leute. Wie kann ich denn die jetzt hier runterschicken? Ah. Und es ist die Hölle. Es ist echt sowas von schwer. Da kann man nur sagen, Respekt. Ach, wartet mal, ich kann doch auch Kevin hier oben das alles abholzen lassen, ne? Der Kevin, der macht dort unten schon krasse Sachen. Ich will sie erstmal ausprobieren. Wir wollen sie ja ausprobieren. Lassen jetzt erstmal hier ein paar Stämme flutschen. Und gucken uns an, ob die in den Lockholdern landen. Das wäre super. Wenn nicht, dann ist halt, müssen wir uns was einfallen lassen. Wie die Typen vorhin in diesen Feuerfallen. Ich fand's so lustig. Wir müssen aber tatsächlich mal ganz kurz noch eine Runde. Halt. Eine Runde gehen. Wir brauchen Mollys, wir brauchen Munition. Wir brauchen so viel Zeug, Leute. Wir brauchen so viel Zeug. Na? Ja, es dauert halt auch ewig, ne? Ich weiß nicht, vielleicht, ich will nicht zu viel versprechen, aber vielleicht machen wir mal irgendwie, mal so einen besonderen Livestream, wo mal so zwei, drei Leute mitmachen, wo wir hier einfach mal ein bisschen was schaffen, ein bisschen was bauen. Ich glaube, ich kann ja in den Singleplayer wahrscheinlich auch Leute einladen, ne? Zumindest ging das früher so, dass wir mal wie so ein Livestream machen und hier einmal ein bisschen bauen. Das fände ich ganz nice. Ist schon wieder so spät? Nö, 14.23 Uhr. Zieht sich nur schon wieder zu hier oben. Naja, im Frühling, da kann es auch mal ein bisschen regnen. Ist wie im Herbst. Das ist okay, das passt. So. War das jetzt alles hier am Baumstämmis? Was machst du denn immer nur mit dem Stein? Hier ist noch einer.
Oh, Mensch, Virginia, was hast denn du da? Wie siehst denn du überhaupt schon wieder aus? Bist beim Schminken wieder abgerutscht, ne? Naja, danke dir, mein Schatz. Danke, danke. So. Naja, die ist halt fleißig. Genau, wir brauchen Mollys, wir brauchen Muni, wir brauchen so viel. Und dann müssen wir in einer der nächsten Folgen tatsächlich wieder mal so Höhenexkursionen machen. Nützt ja nichts. Das gehört ja auch dazu. Wir müssen aber Dinge finden, die ich anscheinend noch nicht habe, die aber wichtig sind. Zack. Zack. Die nehmen wir jetzt noch mit. Und jetzt bin ich mal... Ey, guckt mal, das funktioniert. Die sind in den Lockholdern, ne? Wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das, Freunde? Oh, Kevin macht aber hier auch Alarm, hä? Der sammelt und sammelt. Ah, aber guck mal, immer nur in den... Obwohl, na, warte mal. Ja, den hier hat es nicht getroffen. Aber egal, ein paar sind halt hier unten angekommen, wo sie sollen. Da kann man schön, da kann ich hier offscreen das ein bisschen vorbereiten, wisst ihr? Und hab hier nicht so diese krasse Arbeit. Das gefällt mir, das ist gut. Guck mal, schon haben wir ein paar Stämme da. Ich muss halt überlegen. Ich möchte gerne darüber eine Hängebrücke machen. Und die dann absichern. Ich habe letztens tatsächlich ein cooles Video gesehen. Da baut einer wie so eine Spike-Phalanx. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Dann nehmen wir mal die hier weg. Kann man die eigentlich hier mal hinsetzen? Genau. Nimm das mal und setz das mal drauf, dass sie uns nicht verloren gehen. Wie ist denn das, wenn ich dann hier... Wenn ich mich auslogge, sind die dann noch da, obwohl die nicht in Lockholdern sind? Ich weiß es nicht. Müssen wir doch mal probieren. So, dann setzt das mal hier hin. Und schade, dass unsere NPCs halt nicht hier hoch können. Das finde ich ein bisschen doof. Also, machen wir da. Genau, und hier rüber. Und dann bauen wir da drüben dann irgendwie eine Spike-Phalanx auf. Das fände ich cool. Das muss ich überlegen. Ne, für so eine Hängebrücke brauchten wir doch... Ah, da brauchten wir, glaube ich, so eine Stämme. Und da drüben auch, ne? Scheiße, Leute. Naja, aber das bereiten wir jetzt noch vor. Ne, Quatsch, wir gehen mal ganz kurz... Wir gehen mal ganz kurz Zeug sammeln, solange es noch hell ist. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo war denn hier noch Loot? Quatsch, wartet, falsche Taste. Da war das mit der Schaufel, da ist ein da wo das Ausrufezeichen ist. Wo waren denn hier viele Mollys? Ja, lass uns mal hier den Fluss hochlatschen, den da. Da drüben am Strand war nichts, ne? Wir können ja hier nicht die ganze Zeit bauen. Aber cool, dass das schon mal funktioniert, alles. Finde ich super. Achso, und Stöcke wollten wir da schon mal einsetzen. Die ganzen Fallen. So. Ach, guck mal, die sind ja auch schon fertig hier. Liegen auch ein Haufen. Da liegt wieder so eine Brieftasche. Was ist denn eigentlich immer in diesen Lederbrieftaschen drin? Guck mal, wie viel ich habe. Öffnen. Mach mal auf. Geld. Geld. Oh ja, guck mal. Und ein Stück Fleisch. Nicht schlecht. Münzen. Und hier Klebeband. Das ist doch cool. Ist doch cool. Kann ich jetzt die Ledertasche doch aufheben hier. Haha. Mist. So, haben wir die wieder aufgehoben. Okay, bei den Fallen muss ich aufpassen. Scheiße, jetzt wird's aber auch wirklich dunkel, oder? Wie spät? 15:43. Ne, geht noch, Leute. Geht noch. Was trinken müssen wir? Was essen können wir ja gleich hier. Sieht ja gut aus. Ich glaube, das sieht gammelig aus, oder? Ist das ein guter... Oder ist der gammelig? Nö, scheint gut zu sein, okay. So, dann nehmen wir hier Münzen mit. Brauchen wir ja immer mal. Seil. Hier haben wir ja sonst nichts weiter. Wo ist die Hitbox zum Trinken, bitte? Hallo? Gibt's nicht. Warum? Hä? Oder liegt das an dem Speer? Jetzt geht's.
Lag am Speer irgendwie. Ja klar, wenn er mit zwei Händen den Speer hält, kann er ja nicht mit zwei Händen trinken. Ist logisch. Ich weiß nur nicht, ob es gerade dunkel wird. Um 16 Uhr wird es hier noch nicht dunkel, oder? Im Frühjahr. Und am Wasser werden wir ja sowieso nichts finden. Wenn, dann musst du hier mal irgendwo in den Wald gehen und hoffen, dass irgendwo Zelte stehen oder so. Hm. Da drüben läuft schon wieder ein Kumpel aus Aue. Die sind aber auch immer präsent, ne? Die Typen. Oh, keine Ausdauer. Trink nochmal einen Schluck. Hallo? Oh ey, diese Sauf-Hitbox, die nervt mich. Echt, wirklich. So, dort ist noch ein Typ. Aber ich sehe nirgendwo mal so ein Zeltlager, Platz oder irgendwas. Was glotzt denn du so? Na, frage doch. Braucht ihr noch was aus dem Konsum, Leute? Butter? Bohnensalat. Ja, Bohnensalat wäre schön. Nee, das ist so ein mexikanischer Bohnensalat. Sauer eingelegt. Ja, da sind auch Kidneybohnen drin. Da sind viele Bohnen drin. Jane macht gerade einen Einkaufszettel. Nee, ich glaube, vorerst reicht das. Ja. Stimmt, mal einen Schluck Tee trinken. Okay, passt mal auf. Irgendwo muss doch hier mal was zum Looten sein. Wo latsche ich denn jetzt gerade schon wieder hin? Na ja, vorne ist irgendwas Grünes. Dann gucken wir dort mal hin. Ich will doch eigentlich nur noch mal ein paar Mollys, dass wir die paar Fallen noch fertig machen können. Also nicht Mollys, sondern, ihr wisst schon, Schnapspullen. Ah, hier ist ein cooler See. Ja, warte mal, wenn wir um den See latschen, finden wir garantiert was. Ja, ist echt cool. Hier hätte ich auch gern gebaut. Aber hier baut wahrscheinlich auch jeder. Wahrscheinlich baut überhaupt, ich meine, viel Auswahl hast du hier ja nicht, ne? Du hast so eine riesen Insel, aber ich denke mal, du hast hier immer so deine Main-Spots, wo die Leute bauen. Guck mal, das sieht krass aus. Hier hast du ein riesen freies Feld. Die Frage ist, gibt es hier irgendwas zu looten, Leute? Aber hier nicht auch irgendwo so ein Helikopter hier oben? Kann es sein? Wir latschen schon wieder viel zu weit. Hallo, du kleiner Hüpfer. Lass mich in Ruhe, ich will looten. Ja, ja, immer schreie. Es wird dunkel, geh in deine Höhle. Ah, guck, hier ist der Helikopter. Ich muss bloß ein bisschen auf die Ausdauer achten, wenn die Typen mich verfolgen. Aber keine Mollys. Handgranate, okay. Hm. Natürlich keine Mollys. Jetzt sind wir hier den ganzen Weg umsonst gelatscht, Leute. Ah ja, scheiß drauf. Lass uns zurückgehen. Langsam mit dieser Hängebrücke anfangen. Und in der nächsten Folge gehen wir wieder auf Exploration. Da machen wir tatsächlich dann mal ein bisschen Alarm. Ja, ja, komm rein, ist erfrischend, großer. Ja, die sind motiviert, die Kunden. Ich muss bloß kurz gucken. Ja, genau. Einfach nur diesen Fluss. Ah ja, guck, da sind irgendwelche Boote, da finden wir wahrscheinlich auch nochmal Loot. Boah, ich mag das so sehr an diesem Spiel, einfach hin und her zu seppeln. Ein bisschen was zu bauen, ein bisschen was zu entdecken oder einfach mal einen Waldspaziergang machen. Wisst ihr? Gar nicht immer irgendwas mit Action und so. Scheiße, ist hier nichts. Hm. Sondern einfach nur, dass ihr alles genießen. Ich finde es total toll und ich finde es echt angenehm und es beruhigt mich. Aber das war vorne die Härte, ne? Wo wir, die Folge beginnt, wir fallen durch die Map. Kommt irgend so eine Tomatenfresse an. Und dann kurze Zeit später kommen zweimal so eine Tomatenfressen an. Und dann noch der Herr in der goldenen Maske.
Und alle verbrennen sie. Wer ist denn das da? Ist das Kevin? Er ist doch nicht Kevin, aber der sieht doch angezogen aus wie Kevin, oder? Den gucken wir uns an, Leute. Den gucken wir uns an. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Hallo? Kommen Sie mal ra. Der sieht aus. Was hat denn der für Klamotten? Okay, hier ist irgendwas zum Looten. Grüß dich, Großer. Wie siehst du aus? Hau ab. Triffst mich nicht. Okay. Hier gibt's was zu looten, Leute. Da ist jemand gefangen. Oh, hier kommt Musik. Alter, du bist hier dieser Hüpfer, ne? Du bist der Hüpfer. Ich will bloß keine Munition verschwinden. Oh, das sind aber auch viele. Ob ich da mal ganz schnell einfach reinrenne? Komm, wir rennen. Wir rennen. Warum rennt er nicht? Ist das Rennen? Das ist aber langsames Rennen, Leute. Ich will ja bloß kurz looten. Hallo, grüß dich. Was machen die mit dem? Hallo. Das ist aber ein komisches Rennen, was du hier machst. Ja, 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 ja. Ich freue mich da auch. Ich will nur schnell looten. Okay, ich bin weg, Freunde. Okay, die hatten keine Wodkaflaschen für mich. Die hatten keine Wodkaflaschen. Oh, ich bin aufgeregt. Da ist man mal ein bisschen angespannt, wenn man da... Was war denn das aber gerade? Da war doch irgendein Gefangener, ne? Das müssen wir uns mal... Das ist auch gar nicht so weit weg von uns. Guckt mal. Hier unten ist ja gleich unsere Butze. Müssen wir uns merken. Kann man auch jetzt hier mit R drücken und er wechselt die Batterien? Nee, das macht er nicht. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht in unsere eigenen Fallen latschen. Ah ja, jetzt hat er gewechselt. Jetzt wird es hier aber auch dunkel. Hoho, also wenn es ja düster ist, ist es düster. Wir haben keine Ausdauer, Freunde. Ich trinke mal ganz kurz was. Es kommt kein Trinkenzeichen, aber es liegt am Sperr, ne? Wartet. Wenn ich den wegmache, kommt auch kein Trinkenzeichen. Es gibt's doch nicht, das ist doch blöd. Okay, da vorne blinkt irgendwas. Hauptsache, er läuft nicht in die Fallen. Kevin, du bist ja immer noch am Stöcke sammeln. Was ist denn mit dir los? Haben wir denn irgendwie Wodka gefunden? Bei der Aktion? Nee, haben wir nicht. Scheiße, Leute. Okay. Sonst hier ist alles klar, ne? Es fehlen tatsächlich nur die Wodka-Pullen. Oh, ich hoffe, Kevin latscht jetzt nicht da. Nein, der Depp. Und er latscht rein, oder? Hey, er ist klug. K-L-U-K. Gut, Freunde. Ich würde sagen, für heute war es aufregend genug. Wir haben viele Sachen gefunden, ausprobiert, entdeckt. Ketchup fressen gesehen. Wir schlafen mal ganz kurz. Ich hoffe, wir werden nicht in der Nacht überrascht. Geht klar. Alles cool. Genau. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Das ist schon mal cool, dass das hier mit diesen Lockholdern klappt. Da können wir ja dann, ich kann es ja schon mal aufscreen ein bisschen vorbereiten. Dieses Lager müssen wir uns dann nochmal angucken. Und in der nächsten Folge gehen wir tatsächlich mal in diese Höhle da, wo wir eigentlich schon vor 3, 4 Folgen hin wollten. Das, in diese Richtung dort. Ne? Also da. Jetzt haben die uns natürlich wieder ordentlich Rüstung abgezogen. Haben wir noch irgendwas? Nee. Ah ja, hier diese Techmech-Dingsi müssen wir auch mal noch machen. Wie viel Druckerzeug haben wir? 850. Wir könnten ein paar von diesen Dingern noch herstellen. Ja, gut, dass das mit der Seilwinde funktioniert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf den Wald. Bis dahin. Ciao, ciao.